Guten Abend, liebe Gemeinde. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zum digitalen Mittwoch. Wir hatten ja schon angekündigt, dass es ein bisschen anders wird. Heute begrüßen wir Sie hier aus unserer Pfarrkanzlei, aus dem Besprechungszimmer. Wir sitzen zwar nebeneinander, aber nicht erschrecken. Wir haben hier eine Plexiglaswand zwischen uns. Also bemühen uns, dass nichts passiert, dass wir uns nicht anstecken können. Heute soll es um die Konfirmation und um die Konfi-Arbeit gehen. Wir feiern ja am nächsten Samstag unsere Konfirmation gleich dreimal hintereinander und am 15. Oktober starten dann auch schon wieder die neuen. Und wir wollen Sie heute ein bisschen mitnehmen in unsere Arbeit mit den Konfis. Seit ein paar Jahren gibt es am Schluss der Konfirmandenzeit eine Masterarbeit. Es klingt immer ein bisschen erschreckend, aber es soll noch einmal dazu führen, dass Konfirmanden sich Zeit nehmen, wenn möglich ein, zwei Stunden, und einfach mal für sich noch mal nachzudenken, was war in diesem Jahr, was habe ich gelernt, was ist mir hängen geblieben und was hat es auch mit meinem Glauben zu tun, was hat es mit meinem Glauben verändert. Da sind fünf Dinge wichtig für mich. Erstens, dass man sagt, welche Inhalte sind hängen geblieben. Das ist mir wichtig, da frage ich danach. Die zweite Frage ist, was ist Christsein? Wie beschreibst du Christsein? Die dritte Frage geht um das Gleichnis vom barmherzigen Vater oder vom verlorenen Sohn. Sie sollen eben auch einmal in die Bibel reinschauen, lesen und eben eine Stelle für sich entdecken können. Dann kommt noch einen Psalm auswendig lernen, Psalm 23 natürlich. Das ist auch ein Teil von dieser Masterarbeit, und auch Gottesdienste protokollieren und anschauen. Diese fünf Teile sind für mich wichtig, dass Sie noch einmal zusammen oder allein, manchmal auch zusammen überlegen, was ist hängen geblieben, was ist wichtig, was kann auch für die Zukunft von Bedeutung sein. Eine Frage wollen wir heute hier ein bisschen zusammen näher gehen. Das ist die zweite Frage vom Christsein, was eben Christsein für uns ist. Das sind immer sehr, sehr berührende und auch für uns sehr spannende Antworten. Wir lesen Ihnen einfach jetzt mal ein paar vor, ohne die Namen zu nennen, wer das war. Das Wichtigste am Christsein ist nicht, dass man getauft ist oder seinen Glauben in irgendeiner Art bestätigt. Es ist einfach der Glaube daran, dass Gott existiert. Und zwar egal in welcher Form, welchem Geschlecht oder auch welche Macht er besitzt. Einer schreibt, ein wichtiger Teil beim Christsein für mich ist, Gott vertrauen zu können. Ich glaube, dass man ganz fest daran glauben muss, dass Gott immer für dich da ist. Und dann schreibt er nachher noch, aber genauso wichtig ist, dass man zu anderen Menschen gut ist, die Nächstenliebe. Und er schreibt, ebenfalls vermute ich, dass es wichtig ist, nicht zu vergessen, dass man auch Fehler machen darf, jedoch die auch eingestehen sollte, auch wenn das manchmal schwer ist. Auch das ist für ihn eben wichtig als Christ. Hier schreibt ein Mädchen, viele mögen meinen, das Wichtigste am Christsein seien regelmäßige Kirchenbesuche oder dass man jeden Tag in der Bibel liest. Das sehe ich aber anders. Das Wichtigste ist zu versuchen, eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Für manche geschieht das vielleicht durch einen Gottesdienst und andere finden sich dabei eher in einem Park, in einer stillen Minute wieder. Die Verbindung zu Gott aufzubauen, das sollte in einem selbst festgelegten Tempo stattfinden und auf gar keinen Fall unter Druck oder Stress. Oder, da schreibt eine, für mich ist das Wichtigste, dass man an Gott glaubt, denn durch Gott kann man viel fürs Leben lernen. Zum Beispiel zu vergeben. Man kann sich aber auch von Gott trösten lassen, wenn es einem einmal schlecht geht und man traurig ist. Ein Mädchen wieder schreibt, für mich war es wichtig, mich zum ersten Mal richtig mit meinem Glauben auseinanderzusetzen. Ich habe während der Konfizeit angefangen, jeden Abend zu beten. Ich habe mich danach immer so gut gefühlt. Es tut gut, sich am Ende eines Tages jemanden anzuvertrauen und alles zu sagen, was einem durch den Kopf geht. Auch Sorgen,
aber auch einfach mal Danke. Andere meinen, dass das Wichtige ist, diese Gemeinschaft, die es hier gibt. Und spannend für mich, weil diese Zeit doch eine sehr schwierige Zeit für manche ist. Einsamkeit, Alleinsein. Und da schreibt einer, für mich ist das Gefühl, zu einer Gruppe zu gehören, das ist für mich wichtig. Das gehört zu meinem Christsein dazu. Man fühlt sich nie einsam, auch weil man weiß, dass Gott immer bei einem ist. Ein Bub schreibt, ich finde, dass das Wichtigste am Christsein ist, nicht wie viele jetzt vielleicht sagen würden, an Gott zu glauben, sondern an sich selbst. Denn solange man nicht seine innere Mitte finden kann oder nicht an sich selbst glaubt, ist die Nähe zu Gott oder zu anderen meiner Meinung nach nicht möglich. Einer, der hat sich wahrscheinlich schwer getan, was heißt denn das Christsein? Manche auch, die sagen, Christen sollen Menschen sein wie jeder andere. Aber einer, das hat mir gefallen, er hat einfach im Internet nachgeschaut unter einer Aktion, was heißt Christsein für mich, und hat eben die wichtigsten Punkte hinaus aufgeschrieben, dass ich anderen helfe, wenn sie in Not sind, dass ich lebe mit anderen Menschen, dass ich Power habe durch und mit Jesus Christus. Was ich noch am Schluss sagen möchte, wir hätten natürlich noch viel mehr Beispiele, dass es eine Vielfalt ist, die unglaublich ist. Und wenn sich Menschen und junge Menschen hinsetzen und sich wirklich Gedanken machen, dass da so Wunderbares rauskommt, vielleicht wollen sie uns auch ein bisschen beeindrucken. Aber wir spüren hinter dem allen doch auch, dass es ein tiefer Glaube ist und dass wir von Kindern oder von jungen Menschen auch diesen Glauben lernen können, wie es Jesus Christus sagt. So kommen noch viele andere Beispiele zusammen. Zum Schluss möchten wir auch hinweisen auf so schöne Plakate, die wir von unseren Konfis erhalten haben. Ein paar zeigen wir jetzt ins Bild, andere später dann noch. Konfirmanten, die Bilder aus dem Internet suchen, wo wir eben waren. In Bad Gäusern. Hier das ist alles zusammengefaltet. Da steht dann drinnen, was steht denn drinnen? Hier steht zum Beispiel, du warst heute echt gut bei Jagger. Ich freue mich schon auf die gemeinsamen Konfi-Freizeittage. Ach, Gemeinschaft. Da haben sie sich wohl gegenseitig Grußbotschaften geschrieben. Das haben wir gar nicht mitbekommen. Und was alles eben in diesen Heften drinnen ist, das berührt mich immer wieder. Seit Jahren haben wir das. Und es ist auch für uns als Fahrerinnen und Fahrer die beste Vorbereitung auf die Konfirmation. Wenn wir lesen und wissen, was in diesen jungen Menschen vor sich geht und was ihnen wichtig ist, wo sie Fragen haben, Zweifel haben, aber wo auch ihr tiefer Glaube ist. Und ich gehe gestärkt in diesen Abend, aber auch in die Konfirmation. Julia, das letzte Wort sollst du haben, wie immer. Vielleicht auch einen Abendsegen sprechen oder unseren aaronitischen Segen für diesen Abschluss. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen. Wir wünschen einen guten Abend. Gute Nacht. Digitaler Mittwoch.